Danke, Dominik Helle, für die Einführung. Ich möchte jetzt in meinem Vortrag MapBender 3, was gibt's Neues im Projekt, Ihnen einerseits MapBender 3 vorstellen, das Konzept von dem Projekt, für die, die MapBender noch nicht kennen. Und dann möchte ich mit Schwerpunkt auf die Neuerungen eingehen. Jedes Jahr auf der FOSGIS ist wieder ein Jahr ins Land gegangen. Wir haben immer Neuerungen im Projekt, die ich Ihnen vorstellen möchte. Im Nachgang von dem Vortrag können Sie alles auch selber ausprobieren. Ich zeige Ihnen gleich eine Online-Anwendung, wo Sie sich registrieren können. Und dann können Sie das Ganze auch selber nachvollziehen. Ja, erstmal für die, die MapBender nicht kennen. Wer ist das hier im Raum? Können Sie vielleicht kurz mal sich melden? Okay, wir sehen, das sind gar nicht so viele. Die meisten kennen schon MapBender. Wer kennt MapBender 3 und hat den schon mal ausgetestet? Das sind schon ein paar mehr. Und wer kennt MapBender 2? Und genau, ich denke, das sind eine ganze Menge. MapBender ist schon ein ganz altes Projekt, über 10 Jahre alt. Wir hatten die MapBender 2-Entwicklung, die ist bei vielen Anwendern im Einsatz und haben dann auf die MapBender 3-Entwicklung gesetzt und sind jetzt seit ein paar Jahren dabei, das, was der MapBender 2 zur Verfügung gestellt hatte, jetzt in der neuen Version bereitzustellen. Aber erstmal die Frage, was macht MapBender eigentlich? MapBender ist eine WebGIS-Client-Suite mit einer Administrations-Web-Oberfläche. Das heißt, Sie können ein Geoportal erzeugen, ohne Programmierer sein zu müssen. Sie können das ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Sie können das alles über die Web-Oberfläche handeln. Sie können ein OWS-Repository, ein Dienste-Repository erstellen und pflegen über den MapBender. Das heißt, Sie können Ihre ganzen Dienste im MapBender verwalten und von dort auf Anwendungen übertragen. Das heißt, Sie konfigurieren die im MapBender und weisen die dann Anwendungen zu, die Sie auch im MapBender erstellen können. Sie haben außerdem eine Benutzer- und Gruppenverwaltung, in der können Sie Benutzer erzeugen. Sie können die Benutzer in Gruppen dann aufteilen und können diesen Benutzern und Gruppen Rechte geben auf Anwendungen oder seit neuestem auch Rechte auf Elemente, die Sie in Ihren Anwendungen haben. Und auch über die Anwendung dann Rechte auf die Dienste. Das heißt, wir haben im MapBender 3 Komponenten, die Anwendung, die Dienste und die Rollen mit den Benutzern und den Usern, den Gruppen, Entschuldigung. Ja, wir haben mit der MapBender 3-Entwicklung auf eine neue Basis gesetzt. Wir haben Symfony 2 im Einsatz als PHP-Framework und nutzen da einige Komponenten, die das Framework mitbringt. Wir nutzen OpenLayers als Karten-Client, MapQuery zum Ansprechen von OpenLayers, sofern das dann möglich ist. Wir nutzen jQuery und wir haben schon Unterstützung für diverse Datenbanken durch das Doctrine Datenbankabstraktions. Über die Datenbankabstraktionsmöglichkeiten können wir verschiedene Datenbanken wie SQLite, PostgreSQL oder Oracle bedienen. Ja, jetzt schauen wir einen Blick weiter. Also das war jetzt erstmal so der Einstieg. Es geht also um Dienste, um Geoportal, um Benutzer. Gruppen, die wir anlegen und dann unsere Anwendung selber erzeugen. Jetzt schauen wir uns so MapBender-Anwendung einmal an. Wenn wir den MapBender installieren, dann haben Sie eine Standardanwendung oder eine Demo-Anwendung, die wir Ihnen schon mitgeben. Die könnten Sie auch direkt kopieren und für Ihre eigenen Dienste dann verwenden und mit Ihren eigenen Elementen dann bestücken, die Sie gerne hier haben möchten. Wir sehen, wir haben da die OpenLayers. Mit OpenLayers die Karte im Hintergrund, wir haben eine Übersichtskarte, wir haben einen Navigationsbaum, den wir nutzen können. Wir können hier feste Maßstabsstufen im Backend definieren, die wir unterstützen möchten und haben hier verschiedene Navigationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir haben den MapBender aufgeteilt in verschiedene Bereiche, das heißt, wir haben im oberen Bereich ein Toolbar-Bereich, da kann ich quasi Buttons platzieren oder auch Auswahlboxen für den Maßstab zum Beispiel. Dann haben wir den Hauptbereich mit der Kartenkomponente, vielleicht mit der Navigationsleiste oder der Übersichtskarte. Und im unteren Bereich können wir ebenso Elemente platzieren. Wir werden gleich sehen, wie wir die leicht über Drag and Drop in die verschiedenen Bereiche schieben können. Dann sehen wir hier auf der Seite schon so einen Bereich, den man einklappen kann. Das werden wir gleich sehen, da kann ich auch zum Beispiel die Baumstruktur dann platzieren. Wir können hier zum Beispiel den Maßstab wechseln, wir können die Projektion verändern und das steht uns immer frei, welche Projektionen zum Beispiel wir da zur Verfügung stellen. Das hängt von meinem Projekt dann ab, was ich dort unterstützen möchte. Wir haben Dialoge, die wir öffnen können, also alle Buttons, die dort oben in meiner Anwendung sind, die kann ich betätigen und kann hier zum Beispiel den Layerbaum
einbinden, kann da die Ebenen an- und ausstellen oder auch hier die Reihenfolge über Drag and Drop verändern oder Dienste entfernen aus meiner Oberfläche. Und den Layerbaum zum Beispiel, den könnte ich hier auch in diese Seitenleiste, in der Seitenleiste platzieren und könnte da zum Beispiel auch die Legende platzieren oder die Übersichtskarte. Das heißt, ich bin da ganz frei, was ich zum Beispiel hier in diesem seitlichen Bereich dann einklappbar dann zur Verfügung stelle. Wir haben die Legende, die Kartendienste bringen ja ihre Legendenbildchen mit und die kann ich dann hier direkt im MapBanner zur Verfügung stellen und da ausgeben. Wir haben die Möglichkeit, Kartendienste hinzuzuladen. Über den Get Capabilities Aufruf kann ich neue Themen hinzufügen, habe die dann auch in meiner Baumstruktur, kann die über Drag and Drop dann auch entsprechend konfigurieren oder auch Layer handeln. Wir haben eine Messfunktion, können Linien oder auch Flächen messen und die Objekte, die ich zum Beispiel dann gemessen habe, die kann ich dann auch im Druck ausgeben. Ich habe einen Print-Client, in dem ich eigene Templates konfigurieren kann. Wir bringen da schon eigene Templates, geben wir Ihnen schon mit, die quasi in Blanko vorliegen. Da können Sie dann Ihr Logo reinplatzieren, können es noch aufbereiten und können dann entsprechend zum Beispiel auch hier die Karte drehen, Titel, Kommentarfelder noch hinzufügen. Sie können die Übersichtskarte ausdrucken und haben dann entweder so einen schlichten Ausdruck oder haben Ihr Formular, also Ihr Druckformular etwas aufgefrischt und dann noch Ihr Logo reingebracht, dann sieht das alles noch individueller aus. Aber wir geben Ihnen quasi diese Druckvorlagen mit, die Sie dann erweitern können. Ja, das ist jetzt erstmal so kurzer Einstieg, wie das Frontend aussehen kann. Das war noch nicht die Neuerung, das war jetzt das, was Sie auf jeden Fall immer im MapBanner schon seit einer Weile zur Verfügung stehen haben. Die Neuerungen kommen gleich, aber jetzt wollen wir erstmal hinter die Kulisse gucken. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie Sie so eine eigene Anwendung erzeugen können. Das heißt, wie kann ich die Anwendung erzeugen, wie kann ich Dienste laden und wie kann ich dann Benutzer und Gruppen anlegen. Hier zeige ich Ihnen schon mal die Adresse, wo Sie das nachher dann auch ausprobieren können. Sie können den MapBanner selber installieren. Da gibt es auch eine gute Installationsanleitung, kann man ein Paket runterladen auf der Download-Seite von MapBanner 3. Oder Sie können hier online in der Sandbox sich registrieren und direkt sich ein Konto erstellen und dann den MapBanner direkt mal ausprobieren. Ja, wenn Sie aber administrieren wollen, müssen Sie sich anmelden. Das heißt, Sie müssen über den Login sich am MapBanner anmelden und haben dann erweiterte Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Es gibt ja auf der linken Seite dann so einen Administrationsbereich. Da kann ich zum Beispiel eine neue Anwendung erstellen, neue Dienste laden, Benutzer erzeugen, Gruppen erzeugen. Das läuft alles hier über diese Baumstruktur quasi. In der Mitte sehen wir jetzt hier immer alle Anwendungen, die mir zur Verfügung stehen, die ich administrieren kann. Und wir sehen hier die zwei Demo-Anwendungen, die ich eben vorgestellt habe. Die steht mir auch hier im Zugriff. Die kann ich nicht bearbeiten, die kann ich aber importieren und dann als Druckvorlage verwenden. Die Oberflächen, die ich selber erzeuge, die kann ich dann mit dem Stift bearbeiten. Ich kann die kopieren, ich kann die öffentlich stellen oder sperren, also erstmal den Zugriff verwehren und ich kann die natürlich löschen. Ja, jetzt gehen wir den Prozess mal durch. Ich zeige mal, wie das funktioniert, so eine Anwendung zu erzeugen. Ich gehe dann auf Neue Anwendung, gebe hier einen Namen ein, einen Titel, der in der URL erscheinen soll oder der Link, der in der URL erscheinen soll und noch eine Beschreibung. Und dann muss ich hier noch ein Template auswählen. Wir geben in MapBanner mehrere Templates mit. Wir haben eben dieses Fullscreen-Template gesehen, was den ganzen Browser ausfüllt. Wir haben aber auch noch andere Templates, die jetzt in der neuen Version zur Verfügung stehen. Und wenn Sie individuell den MapBanner aufbauen, werden Sie sich da ein eigenes Template machen und dann entsprechend das hier auswählen. So, dann ist meine Oberfläche liegt dann vor. Jetzt muss ich sie aber mit Karten und mit Elementen füllen, also mit WMS-Diensten und Elementen. Das heißt, ich bearbeite meine Anwendung. Jetzt hatte ich eben diese Bereiche angesprochen, Toolbar, Footer, Content-Bereich. Und diese Bereiche sind erstmal leer, wenn ich bei Null anfange. Das heißt, die würde ich jetzt über den Plus-Button füllen. Und das Erste, was ich brauche, ist eine Karte. Das heißt, ich würde hier über Plus meine Karte hinzufügen. Da kann ich dann über das Plus komme ich zu den Elementen, kann dann in den Elementen das entsprechende aussuchen, kann jedes Element dann individuell bearbeiten und so in diese entsprechenden Bereiche dann hinzufügen. Das heißt, wir sehen, jetzt ist hier das Kartenelement vorhanden.
Und seit der 3.0.1er-Version, das ist jetzt die aktuelle Version, haben wir die Möglichkeit, jetzt auch die Elemente mit Benutzerrechten zu versehen. Das macht jetzt bei der Karte nicht so einen Sinn, die soll jeder sehen, aber vielleicht ein Druckbutton soll vielleicht nur für manche Benutzer zur Verfügung stehen. Und dann kann ich hier über den Schlüssel entsprechend das manchen Benutzern zuweisen und manchen nicht. Gut, das, was ich jetzt gemacht habe, würde erstmal dafür sorgen, dass ich so eine ganz einfache Anwendung bekomme, wo nur eine Karte angeboten wird. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Dienste konfiguriert werden im AppBender. So einen Dienst, im Moment unterstützen wir nur WMS-Kartendienste. Wir wollen aber noch weitere Dienste unterstützen. Web Feature Service wird das nächste sein, was wir einbinden wollen. Und diese Dienste können wir auch über die Oberfläche laden. Hier ist ein Kartendienst, den ich lade, so ein Germany-Projekt. Und nach dem Laden stellt der MapBender hier alle Informationen aus dem Get Capabilities zur Verfügung. Das heißt, den Abstract, die Kontaktinformationen und die Informationen zu den Layern. Die kann ich mir jetzt hier erstmal nur anschauen. Und dann muss ich in meiner Anwendung quasi diesen Dienst noch einbinden. Das heißt, ich lade ihn erstmal in mein Repository und dann gehe ich wieder zu meiner Anwendung Demo, die habe ich jetzt hier ausgewählt, gehe in den Bereich Layerset und kann jetzt hier für die Hauptkarte ein Layerset definieren, das ich mit den Diensten bestücke, die ich gerne unterstützen möchte in dieser Anwendung. Das heißt, ich lege hier zum Beispiel ein Layerset Main an, für die Übersichtskarte könnte ich ein eigenes Layerset anlegen und bestücke dann dieses Layerset mit Diensten. Ich habe jetzt den Germany-Dienst ausgewählt. Da kann ich noch bestimmen, ob ich die Maßstabstufen anpasse, das Format, ob ich das Gekachel zum Beispiel anfordere, ob ich über einen Proxy gehen möchte, ob ich eine Transparenz einstellen möchte. Das heißt, ich kann den Dienst, wie er kommt, über das Get Capabilities-Dokument noch hier entsprechend konfigurieren. So, das heißt, ich bestücke dann nach und nach mein Main- und mein Overview-Layer-Set mit Kartendiensten und im Ergebnis sähe das jetzt so aus. Ja, ich habe jetzt wieder dieses Map-Objekt, dieses Kartenobjekt. Da habe ich jetzt ein paar mehr Dienste und ich habe noch ein Element Overview hinzugefügt, in das ich jetzt das Layerset im Layerset des Germany-Projekt eingebunden habe. Das heißt, so baue ich nach und nach meine Oberfläche auf. Jetzt soll das nicht abschreckend sein. Man muss nicht unbedingt bei Null anfangen und die Karte und die Buttons und alles hinzufügen. Man kann sich auch so eine Vorlage nehmen, die erstmal importieren und dann entsprechend Sachen vielleicht rausnehmen, die man nicht haben möchte. Dann schauen wir uns die Rollen an, die Benutzer und die Gruppen. Ich lege Benutzer an, ich kann für Benutzer auch Profile anlegen. Das heißt, ich kann dann noch die Adresse oder die Organisation oder weitere Informationen hinzufügen. Und dann kann ich eben so Gruppen anlegen und die Benutzer dann in diese Gruppen einfügen. Da kann ich hier ganz einfach über einen Haken dann entsprechend die Benutzer auswählen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören sollen und entsprechend da so eine Struktur aufbauen. Dann muss ich in der Anwendung definieren, wer darf denn diese Anwendung sehen, und das kann ich auch hier wieder ganz einfach über den Plus-Button kann ich die Anwender auswählen und entsprechend denen Berechtigungen geben. Ich habe jetzt hier dem Benutzer Astrid Emde das Recht gegeben, diese Anwendung anzuschauen und zu editieren. Das heißt, das kann ich einer Gruppe oder einem Benutzer zuweisen. Gut, und das war jetzt einfach erstmal so das Konzept, wie man jetzt ganz einfach im AppBender dann Oberflächen, Benutzer und Anwendungen verwaltet. Jetzt möchte ich noch zu den Neuerungen kommen. In der 3.0.1er-Version, die jetzt diese Woche noch rauskam, haben wir zum Beispiel ein Kontextmenü, was man einbinden kann. Genau, es ist immer so, wenn ich ein Element integriere in meine Oberfläche, habe ich verschiedene Optionen, die ich auswählen kann. Und hier gibt es zum Beispiel die Option Kartendienst löschen. Das ist hier über das X, kann ich auch Dienste entsprechend wieder aus einer Oberfläche entfernen. Oder ich habe die Möglichkeit, hier über das Kontextmenü zum Beispiel die Transparenz einzustellen oder auf den Extent von diesem Dienst zu springen. In diesem Screenshot sehen wir noch eine andere Sache. Wir sehen oben Buttons, dieses Layer Tree und Legende. Ich kann entsprechend in dieser Seitenleiste jetzt diverse Elemente platzieren und dann über den Button entsprechend dann immer switchen. Das war früher dieses Tabs-Modul im AppBender 2.7. Ne?
Dann haben wir einen Image-Export gebaut. Da kann man PNG und JPEG exportieren. Es wird dann zum Download gestellt und dann kann man das entsprechend in Präsentationen ganz schnell einbinden und muss nicht erst den Weg über das PDF gehen. Wir haben eine POI-Funktion eingebaut. Das heißt, man kann einen Treff, früher hieß es Meeting Point oder Treffpunktfunktion im Webinar 2. Man kann einen Text eingeben, einen Klick in die Karte setzen und dann entsprechend wird eine URL generiert, die man dann in der Mail zum Beispiel weitergeben kann. Wir haben ein Modul, was noch recht einfach ist, als Start programmiert, das heißt Sketch. Damit kann ich im Moment Kreise zeichnen, kann die dann ausdrucken und das soll so ein Skizzentool werden, mit dem man auch Linien, Flächen demnächst digitalisieren kann und quasi so temporäre Objekte erzeugen kann. Dann haben wir hier nochmal ein Beispiel für so ein anderes Layout. Also eben haben wir dieses Fullscreen-Layout gesehen. Man kann aber auch dieses klassische Layout vom Webinar 2 quasi auch wieder abbilden. Hier ist ein Beispiel, dass man eigene Images einbinden kann. Also wir haben sonst TrueType-Fonts als Button-Images. Man kann aber auch eigene Images hier verwenden und die dann in seinem Stil verwenden und könnte auch die Übersichtskarte hier direkt in die Sidepane mit einbinden. Dann haben wir ein Suchmodul gebaut, was auf Basis von SQL im Moment funktioniert. Das soll aber auch ein Suchmodul werden, was demnächst auch WFS oder Solr anspricht, was quasi auch verschiedene Datenquellen dann entsprechend ansprechen kann. Und da kann man auf Tabellen verweisen, kann dann im YAML-Syntax definieren, welche Suchspalten man haben möchte. Man kann auch Select-Boxen definieren und kann dann auch Autocomplete-Felder zum Beispiel machen und kann dann entsprechend hier eine Ortssuche oder Flurstückssuche generieren. Ich kann auch mehrere Suchen dann generieren, die dann hier in der Select-Box zur Verfügung gestellt werden. So, ein weiteres Thema, was wir eingebunden haben, ist WMC. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, WMC-Dokumente zu speichern. Da habe ich jetzt hier die Module mal reingenommen. Ich kann die editieren, ich kann die laden und ich kann die über so eine Select-Box zur Verfügung stellen. Müsste gleich noch eine andere Folie kommen, wo man das nochmal besser sieht. Dann haben wir die Möglichkeit, über einen Link Dienste hinzuzuladen und entsprechend anzugeben, welche Layer aktiviert werden sollen. Das heißt, ich kann einen Dienst über den Feature-Info hinzuladen und sagen, aktiviere die Layer A und B und dann wird der Dienst geladen. In diesem Fall sind es B-Pläne, die geladen werden. Man hat Dienste mit mehreren hundert Layern und da soll der Benutzer nicht einzeln rausfummeln, welchen Layer er haben möchte, sodass wir das einfach über die URL mit übergeben und dynamisch hier dann einbinden. Genau, jetzt kommt WMC. Da gibt es auch die Möglichkeit. Also wir haben vier Funktionalitäten schon zum Thema WMC eingebunden. Man kann den Kartenbereich, den man sieht, über Twitter oder über verschiedene Medien hier verlinken, also weiterleiten. Wir können WMC editieren, als Selectbox zur Verfügung stellen oder über einen Dialog laden. Das ist hier ein Screenshot von dem Editor. Man kann da, wenn man die Berechtigung hat, dann entsprechend die Bereiche, die man jetzt sieht, oder die Kartenansichten speichern und die mit Titel Abstract versehen und entsprechend dann über verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Entweder als Selectbox oder hier über diesen Dialog. Dann gibt es ein Modul, das heißt Base Source Switcher. Das sehen wir jetzt hier oben in der Ecke. Da kann ich verschiedene WMS, die ich nicht im Baum zur Verfügung stellen möchte, die kann ich quasi über einen Button zur Verfügung stellen. Das muss nicht nur ein WMS sein, das können auch mehrere WMS sein, die sich zum Beispiel hier hinter dem Button Lärm verstecken. Und dann kann ich entsprechend switchen zwischen den verschiedenen Buttons, die ich hier dann zur Verfügung stelle. Wir arbeiten auch gerade an einer mobilen Lösung. In der mobilen Lösung werden nicht alle Funktionalitäten benötigt im Webbender. Das ist jetzt quasi abgespeckt auf die GPS-Funktionalität. Das heißt, ich kann meinen Standort anzeigen lassen. Wir haben die Möglichkeit, Hintergrundthemen zu wählen, was über diesen Base-Source-Switcher realisiert wurde. Wir können Themen, also WMS-Dienste, an- und ausstellen. Und wir haben eine Suche, die über einen Solr-Suchdienst funktioniert und die wir entsprechend dann im Webbender nutzen.
Das möchte ich gerade mal zeigen, dass Sie das mal. Na. So, die Suche, also genau. Ich kann hier entsprechend verschiedene Hintergrundthemen auswählen. Die werden dann hier in der Karte aktiviert. Ich kann, jetzt muss ich erstmal die Karte zoomen, glaube ich. Hier sind die verschiedenen Themen, die in diesem Projekt veröffentlicht wurden. Ich kann auch die Themen entsprechend aus- oder anstellen hier über diesen Bereich und kann beim Klick mir Informationen zu den Objekten ausgeben lassen. Dann haben wir hier die Suchfunktionalität über diesen Solr-Suchdienst. Da kann ich hier zum Beispiel den Hauptbahnhof in Bielefeld mal auswählen und werde dann hier in der Karte direkt dann zu diesem Punkt geswitcht, navigiert. Gut, das waren jetzt so die wichtigsten Entwicklungen, die in der letzten Zeit oder im letzten Jahr gelaufen sind. Die nächsten Schritte, die wir angehen wollen, finden Sie in der Roadmap, beziehungsweise wir sind gerade dabei, für den nächsten Release diese Schritte noch auszuarbeiten. Was sicherlich dieses Jahr kommen wird, ist WFS als Datenquelle. Das ist ein großes Thema, was viele interessiert, was sicherlich jetzt auf der Agenda steht. Wir haben einen Punkt, den wir noch machen müssen, die Dienstaktualisierung. Im Moment kann man einen Kartendienst laden, man kann ihn aber nicht aktualisieren, sondern muss ihn löschen und wieder reinladen. Das ist ein Punkt, den wir realisieren wollen. Und wir arbeiten an der Digitalisierung, dass man auch über den Map-Bänder wieder erfassen kann. Dann genau WFS-Suche und Lucene-Suche haben wir gerade eben in dieser mobilen Anwendung gesehen, wird schon unterstützt. Das hätte ich hier noch entfernen können. Ja, wenn Sie selber MapBanner 3 kennenlernen wollen, haben wir die MapBanner 3 Webseite. Da finden Sie die wichtigsten Links zu den Versionen und zu der Dokumentation. Sie haben eine Dokumentation, die in Englisch und Deutsch zur Verfügung steht. Da finden Sie auch eine ausführliche Installation als Dokument oder auch eine Git-basierte Installation, die wir anbieten. Sie haben zu allen Elementen, die wir gerade eben gesehen haben, eine Beschreibung, wie man die konfiguriert und haben auch die Möglichkeit hier nachzuschauen, wie Sie Ihr eigenes Template, also Ihr eigenes Design anpassen können. Was ich eben gezeigt habe, war, man kann Elemente konfigurieren und die in die Oberflächen einbinden, aber Sie wollen ja auch Ihr eigenes Logo, Sie wollen Ihre eigenen Farben in der Anwendung sehen und das machen wir über so Templates, die man sich generiert und da gibt es hier eine Beschreibung, wie man das entsprechend zusammenstellt. So, dann hatte ich angesprochen, dass Sie die Demo direkt benutzen können. Hier unter diesem Link finden Sie Links zu den Demos, die Sie nutzen können, da können Sie sich die Standardanwendung anschauen, Sie können sich registrieren und dann eigene Anwendungen generieren und MapBanner ganz leicht ausprobieren, ohne den installieren zu müssen. Auf der OSGeo Live ist MapBanner 3 auch drauf, aber im Moment in einer älteren Version. Das heißt, ich würde es Ihnen erstmal empfehlen, das hier online direkt zu testen. Genau, dann finden Sie Download-Pakete, Git-Repositories, die Dokumentation und weitere Informationen. Und ja, das war eigentlich das, was ich Ihnen erzählen wollte zu MapBanner 3. Ich hoffe, es hat Sie ein bisschen neugierig gemacht und stehe jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Ja, danke Astrid für den interessanten Vortrag. Gibt es denn noch Fragen dazu? Dann einmal die Hand heben, dann kommt ein junger Mann mit einem Mikro zu Ihnen. Ja, ich habe eine Frage zur mobilen Anwendung und zwar, du hast ja gezeigt, hier gibt es auch mobil. Ist das eine eigenständige Anwendung oder ist das ein Responsive Design? Kannst du da was zu sagen? Nochmal. Ein Responsive Design oder ist das eine eigenständige Anwendung, die ausschließlich mobil funktioniert? Nee, das funktioniert auch auf dem Desktop. Ne? Aber also wenn es jetzt größer ziehen würde, würde es sich... Ja, genau. Ich habe es nur, okay, damit es schöner aussieht, ja, mal so simuliert, als wäre es mobil. Also die Frage, ich hoffe, haben die alle verstanden, also ob dieses mobile Template jetzt nur mobil funktioniert oder ob das auch sonst auf dem Browser funktioniert. Die mobilen Anwendungen haben ja in der Regel nicht so viel Funktionalität und wir werden wahrscheinlich das Konzept gehen, dass man, wenn man dieselben Themen anbieten möchte, wahrscheinlich eine Desktop-Variante hat mit mehr Funktionalität und die mobile Variante und vorher so eine Weiche dann einbaut. Ob, je nachdem, wie der Benutzer gerade unterwegs ist, kommt er zu der mobilen oder zu der Browser-Desktop-Anwendung. Nein, Quatsch. Der
Arbeitsplatzanwendung, die er auf seinem Arbeitsplatz Rechner benutzt. Und das ist jetzt ein eigenes Template, was für die mobile Version entwickelt wurde. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel dieser Base-Source-Switcher, dieses Hintergrundwechseln ist hier in so einem anderen Design, dass das quasi so eingeblendet wird. Und auch die, die Themen, die entsprechen quasi, jedes Thema entspricht einem WMS. Das haben wir im Moment so aufgebaut, dass wir sagen, man hat nicht mehr den Zugriff auf die Layer, sondern jedes Thema ist ein WMS und man aktiviert oder deaktiviert dann hier in diesem Fall den ganzen WMS. Okay. Und auch der Feature-Info wird hier so ein bisschen anders quasi dargeboten, ne? Also dass das so auf dem mobilen Gerät ganz gut funktioniert. Okay. Mhm. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Da oben einmal ein Mann mit dem... Nee, es ist fürs Video. Es geht weniger um die Lautstärke, sondern dass die Leute, wenn sie das morgen zum Beispiel auf YouTube sehen oder jetzt gerade live zugucken, sie das dann sehen. Ich hatte irgendwo was gelesen über eine Authentifizierung, auch über Single Sign-On, die da geplant wäre. Ist das in der Roadmap oder ist das schon umgesetzt für Map Ender 3 oder wie war das? Also bis jetzt ist es noch nicht umgesetzt in Projekten von uns, aber genau, wenn das angefragt wird, ist das sicherlich auch realisierbar. Ja? Das ist jetzt nicht möglich, sondern sollte kein Problem sein. Danke.